Ja, moin, damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mario Kart 8 Deluxe zusammen mit Steffen. Moin! So, heute mal wieder eine spaßige Rennrunde. Mal gucken, wie es läuft. Mega spaßige Rennrunde. Also, zum Start braucht man immer was Gutes, ne? So ein Random. Ich hab jetzt einfach mal gedacht, ach, heute ist mal ganz verrückt. Heute ist mal ganz verrückt. Ach, guck mal, der Sonnenflughafen. Guck mal, ist bei Random auch nicht anders als wenn ich das auswähle. Ich weiß nicht, wenn du so random halt, auf der Wii war das schon so, wenn du da irgendwie random halt immer Strecken genommen hast, dann sind halt irgendwie immer die gleichen gekommen. Ja, das stimmt. Also ist bei der Switch mir das auch schon öfters aufgefallen, weil ich spiele ja meistens hier immer so lokal, wie mit ein paar Freunden spielen wir random. Da wahrscheinlich nehmen die nicht so schwere Strecken. War es einfach schlecht gemacht. Ja, das kann gut sein. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber schlecht und Nintendo, das passt ja gar nicht zusammen. Hast du auch nur eine Münze gekriegt? Mega ärgerlich. Was ist da denn passiert, ey? Es gab ein Update bei Mario Kart, ne? Ja, aber das haben wir schon letzte Woche gespielt, oder nicht? War schon? Ich weiß es nicht. Ja, die Items sind auf jeden Fall nicht mehr, glaube ich, ganz so katastrophal. Ah, ich hätte ein bisschen später losschicken müssen. Dann hätte sich hier getroffen, das ja, ist ein übelster. Ja, dann wäre es richtig Abfuck geworden. Aber dann hätte ich ja, wieder das Grund. Der Geist glaubt natürlich wieder bei mir die Items, ne? Sicher. Nein, ich bin zwischen den Items durchgefahren. Ärgerlich sowas, ne? Fahr vorbei. Bist du gegen die Kiste gefahren? Gegen beide drei. Kisten? Also, kann man nichts machen. Ja, es ist einfach Unvermögen. Hier, viel Spaß damit. Ich hab auch keine, ja, natürlich, die ist genau deine scheiß Banane, die du auf die Strecke gelegt hast. Die ist so eine komische Kurve gefahren, die ist quasi ein schönes Rechtecksignal geflogen. Das ist schlecht. Das trifft wahrscheinlich eher mich. Nee, doch nicht. Wolltest du mich da mit einer Bombe abfrühstücken? Könnte sein. Das aber, man munkelt es. Das war schon ziemlich verdruft, ne? Die Strecke war halt viel zu breit. Ja, gut. Oh. Die hast du halt auch viel zu früh gesehen. Hast du jetzt etwa den Beschleuniger da mitgenommen, den ich da hingelegt habe? Nee. Wo habe ich den mitgenommen? Ich weiß gar nicht. Ich habe da auf jeden Fall einen gesehen, ich glaube nicht, dass ich reingefahren bin, was passiert. Ich wäre fast von dem Grün getroffen worden. Aber die NPCs schießen von hinten auch überhaupt nichts. Alter, der hat einfach deine Bombe ausgelöst. Ja, ich habe die in der letzten Sekunde weggeschmissen. Vielleicht bekommst du mal irgendwas, was mich in Vorteil bringt. Ach zum ja, Beispiel da irgendwas kommt schon. Ja, sowas zum Beispiel. Sowas habe ich mir vorgestellt. Nein. Ach komm. Willst du mich verarschen? Ja, du bist. Guck mal, wo du gefahren bist. Nur verdient. Weißt du was? Ach komm. Du. Tschüss. Wie kannst du denn zwei. Ja, natürlich! Ich bin noch Vierter geworden! Oh, herrlich. Herrlich. Ja, dann bin ich einfach auf der Bremse getreten, damit ich beide Roten auch hundertprozentig treffen, ne? Dann bin ich ja losgefahren. Na, das Spiel ist so lächerlich. Ach ja. Ach, das ist jetzt mal was Vernünftiges. Was soll ich dazu sagen, ne? Da fehlen mir die Worte zu so einem Blödsinn wieder. Ja. Man ist nicht sein eigenes Glückes Schmied, ne? Nein. Wenn das mal so wäre, ne? Vierter, ey. Ja, ich könnte zwar sagen, es ist nicht so peinlich, aber es ist halt schon peinlich, ne? Vierter Platz. Ja gut, aber was soll ich denn da machen? Weiß ich nicht. Ich hatte halt keine Chance mehr, nachdem du mich da abgefickt hast. So, nur weil ich halt auch Zweiter, als wir durch die Doppel-Items gefahren sind, weil das war halt richtig knapp. Ja. Und dann hatte ich halt schön einen Doppelroten mal gekriegt. Den hatte ich ja, sonst krieg ich den ja, kriegst du den ja nicht immer. Ja, immer vor allem. Ja, zweimal oder so. Jedes Mal kriegst du den. Ach, ich will da jetzt mit Bananen schmeißen, das war ganz verrückter. Ja. Aua! Also, wie viele Grüne kommen denn hier? Lol. Lol, der hat mir meinen Roten abgeschossen. Fuck. Aber wahrscheinlich hätte er es ansonsten mich getroffen. So wie ich ihn auch kenne. Ja, komm.
Fick mich in alle Löcher! Mach ich. Was war das denn für eine Aussage? Ja. Ja. Sowas ist doch halt schon wieder richtiger Abfuck. Wir hatten hier die ganzen Turbos. Ich hatte einen. Oh Gott, Bananen-Snipe! Oh Gott! Nein. Was tust du? Oh, die Bombe ist ja komplett bescheuert! Da konnte ich gleich, musste ich leider aufs Gras ausweichen. Oh Gott. Da musste ich auch aufs Gras ausweichen. Und dein Roter ist auch irgendwie weg. Ja, ich hab den aus Reflex, aus ey, Angst quasi. Wie dumm ist eigentlich Bowser, ey? Dumm wie Scheiße. Warum? Was macht der denn? Er wirft eine Banane vor mich. Ich weiche der aus, er fährt mir mit seinen Dreifachbananen rein und fährt dann seine eigene Banane. Ist doch für dich ganz gut. Ja. Ey, ich werde hier gerade von allem kaputt gefickt, ey. Ja, nur verdient für die Aktion von vorhin. Ja, natürlich! Ja, jetzt kommt noch Baby Toadette. Ich bin gleich Achter. Ja, finde ich auch nur gerechtfertigt. Ich halt überhaupt nicht. So oft wie ich auf die... Na, ich glaube, ich leg mal die Bombe nicht ab. Wir wollen ja nicht, dass nachher da einer noch draus irgendwas sieht. Komm, Toadette! Verpiss dich, Toadette! Ja. Ja, Toadette, beste Frau. Ey, mir sind in der Kurve zweimal die Grünen von der Seite reingeflogen, obwohl ich ein Item hinter mir hatte. Tja. Und dann kam halt, dann kam noch der Blitz, als ich mein Dreifach-Tor warte, dann krieg ich am letzten Itembox vier grüne Panzer, wo ich auf dem siebten Platz bin. Ja, manchmal hat man halt Pech und dann kommt auch noch... Dann kommt auch noch... Mega. Und die hinter mir Stern, vor mir Rakete, fünf rote, weiß ich nicht. Oh. Oh nein, die ist ja richtig scheiße, die Map. Aber das war gerade schon leicht lächerlich. Tja. Nee. Ich kann dich da überhaupt gar nicht bemitleiden. Das funktioniert leider überhaupt nicht. Nachdem du mich eben gerade so abgefuckt hast, das war einfach nur verdient. Das war ja, Karma. Komisch. Komm, Bowser, mit deinem Glück. Aber guck mal, das ist auch richtig stylisch. Er hat sich einfach in seine komische Gondel reingesetzt. Konntest du ja. Mir schon... Toll. Oh. Und nebenbei auch, dass ich nach meinem ersten Item-Treffer nichts zum Abwehren hatte und dann einfach genau fünf Bots direkt hinter mir waren, die halt alle Items für die Wahnsinnige nach vorne geschmissen haben. Kannst du ja gar nichts mehr machen. Machen sie das mal, ne? Sonst behalten sie die ja immer. Ja. War halt blöd. Aber man muss sagen, die Bots sind halt eigentlich ganz gut programmiert von Dings. Die spielen halt so, wie Spieler das machen würden, teilweise. Ja, das stimmt schon. Wie der einfach jetzt schon eine Rakete hatte. Der war, glaube ich, auf dem sechsten Platz, als er die gekriegt hatte. Tja. Es war einfach nur so dumm, dass ich da vier Grüne am Ende gekriegt hätte. Mit jedem anderen Item wäre ich bestimmt noch Dritter oder Zweiter geworden, aber... Vier Grüne und dann kommt einer hinter mit einem Stern und Dreifachtour, wo der genau hinter mir das gekriegt hat. Hat dich der Rote getroffen? Nee. Schade. Verdient wär's gewesen. Ah, ich glaub nicht. Ich glaub schon. Ich krieg einfach nichts, um dich abzuschießen. Ja, bisher habe ich's immer geblockt. Ja, ich hatte auch erst einen Roten. Ja. Immer geblockt. Aber bei der Flughafenwerft vorhin hatte ich auch die ersten beiden Runden nichts bekommen, dich überhaupt irgendwie mal abzuschießen. Aber ja, du bist trotzdem Erster geworden. Ja. Mit Skill am Ende, ganz war auch offensichtlich. Ach, warten wir. Ja gut, ich wurde halt auch hinter den Items getroffen. Oh. Nein! Ach Mann, das war ja richtig ärgerlich. Ich habe halt überlegt, soll ich abbremsen oder weiterfahren? Und da habe ich mich für abbremsen entschieden. Hat dich der Rote getroffen jetzt? Nö. Wo ist denn der jetzt hingewiesen? Hinter mir in diesem Baby-Dings da. Keine Ahnung, wer das war. Ich glaube, der war eigentlich für mich bestimmt. Ey! Mach dich vom Acker! Ey, Schmäh, sag ich immer nur. So ein Scheiß. Nee, jetzt nicht ja, auch noch der sowas! Der ist für dich! Ja, jetzt kommen noch welche! Schnell, gib mir was Gutes. Bitte nicht. Oh Gott. Hab ich geblockt?
Ja! Ja! Wurdest du in der Luft von dem roten Ja, Gefühl, ich bin noch auf der Kante gelandet. Ja. Hast du nochmal Glück gehabt? Ich bin hinter dir gefahren, hab halt ein Turbo eingesetzt, um dir das Doppelalter wegzunehmen. Du fährst über diese Boost-Plattform, bist einfach schneller als ich. Warum? Skill! Das war einfach nur Bullshit. Ich hätte halt genauso schnell sein müssen wie du und hätte das vor dir gekriegt. Deswegen hat mir das Rennen gekostet. Ja, so was Tolles war da jetzt nicht drin. Ja, aber ich hätte halt den Roten abblocken können, dann wäre ich viel näher an dir dran gewesen, hätte ich dir doch die Bombe reingeschmissen. Ich hätte ja den Roten bekommen. Ja, oder du hättest ihn halt abbekommen. Dann wärst du halt weg gewesen. Das war halt... Ich hätte mich ja noch ganz schnell auf das andere einigen können. Warum haben wir nicht schon wieder Sidebike? Ja, das war aber deine Schuld. Nicht vom Bullshit, ey. Das ist doch die Strecke, wo die mich entweder übel abfuckt oder wo ich übel gelacke. Meistens fuckt es mich aber ab. Du. War der hinter mir? Ein Baby Mario. Hat aber keine Roten. LOL! Hast du es richtig? Ja, natürlich. Das war ja übel geil, mit einem Pilz. Auch wer hat er denn da weggeworfen? Das wollte ich gar nicht. Ich habe auch mich verdrückt aus Versehen, scheiße. Das war so richtig, oh. Oh, scheiße. At this moment he knew he fucked up. Nein! Und jetzt habe ich dem hinter dir auch noch die rote weggenommen, weil ich da reingefahren bin. Yes. Ich glaube, jetzt hast du gleich richtig da die Stimmung bei dir, ne? Die kommen nämlich jetzt alle, die geiern schon alle. Oh, gleich. Die Bots, die freuen sich. Oh, komm, gib mir eine Rakete. Ja, bist du unsichtbar? Oh, du hast mir eine Banane geklaut. Ja, geil. Ja, viel Spaß damit, ne? Dankeschön. Bedanke mich bei meinem edlen Spender. Warum schießen die dich eigentlich gar nicht ab gerade? Ach. Haben sie doch. Ja, haben alle abgeschossen. Ja, aber der vor mir hat noch meine beiden Kontrahenten vor mir einfach überfahren. Ja, super. Das gefällt mir natürlich noch ein bisschen besser. Kann ich jetzt mal Items bekommen? Wieso kann ich keine Tricks mehr machen? Lol, da war wieder übelst der Server-Bug. Ich fahr über drei Rampen über, mach einfach gar nichts. Was für ein Server? Ja, Peer-to-Peer-Lag, keine Ahnung. Oh, da hat mir einer meine Roten geklaut. Das ist aber frech. Ey, wie viele Blitze sollen denn noch kommen? Oh, das ist aber nett. Was denn nett? Ja, was? Lol, ich hab mein Echo bei dir gehört. Er muss nicht so laut schreien hier. Lol, warum sind die denn alle so viel schneller als ich? Was soll ich denn sagen? Keine Ahnung, was du sagen sollst. Fuck, ey, Fünfter. So eine Abfuckstrecke. Ja, ich bin trotzdem. Ja, das reicht doch! Ein Punkt! Ja, du hättest halt, wo ich was geschrien habe, musst du dir mal angucken in der. Oh. Angucken in der Aufnahme, was da passiert ist, meine Güte! Ah, nein. Es kommt der Blitz und der schießt den Millisekunde vor dem Blitz los. Ich fahre über die Rampe und der fliegt in der Rampe genau auf mich drauf, der grüne Panzer. Dann überholt er mich halt. Und dann hatte ich halt dadurch auch kein Death-Item mehr und da kam noch ein roter. Dann war ich halt komplett am Arsch mal wieder. Das hört sich ja super ärgerlich an, so insgesamt. Ja. Aber so Mario Kart 8 Deluxe spiele ich halt auch nicht mehr so gerne, wie ich es mal gespielt habe. Naja, Mario Kart 8 Deluxe habe ich schon immer nicht so gerne gespielt. Mario Kart 8 ich spiele es halt zurzeit immer weniger gerne. Sonst habe ich da überhaupt gar keinen Bock mehr drauf. Vielleicht kommt ja bald was Neues. Vielleicht kündigt Nintendo ja mal was an. Ja. Spaß. Mario Kart. Aber wir werden bestimmt irgendwann das Smash Bros. Mal spielen. Das ja, vielleicht klar. Das dadurch entsetzen oder so. Ja. Naja, es ist auch jetzt rumgefasel hier. Internen YouTube-Sachen und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat und ihr gerne mehr von unseren YouTube-Sachen sehen wollt, dann lasst doch gerne ein Like da, ein Abo, wenn ihr es nicht verpassen wollt, die Glocke noch aktivieren, gerne auch Hashtag kommentieren. Glocke aktiv. Hashtag Glocke aktivieren. auch gerne noch eure Meinung in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Tschö mit Ö. Tschüss.